Alles ist doch irgendwie auf den Kopf gestellt. Ich meine, ich habe mein Studium mit einem Einserschnitt beendet. Ich habe gelernt ohne Ende. Und trotzdem will mich keiner als Wirtschaftsinformatiker haben. Okay, zugegeben, ich war nicht sehr motiviert und das Programmieren macht mir ehrlich gesagt auch nicht sehr viel Spaß. Und trotzdem, wir sehen hier überall diesen Hass auf der Welt. Wir führen Kriege in anderen Ländern, zerstören unsere Lebensgrundlage und verwüsten die Natur. Die Menschen werden auch immer kränker. Und dann noch das Problem mit der Nachbarin. Ach, Corona. Letzte Woche habe ich dir einen Korb voller süß-saftiger Corona-Erdbeeren geschenkt. Du hast das Geschenk gerne angenommen und hast mir gesagt, dass die Erdbeeren wunderbar schmecken. Und trotzdem hast du mir den Korb wieder zurückgegeben. Ach, was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Soll ich die Menschen aufklären über die Missstände hier in unserer Welt? Soll ich demonstrieren gehen auf die Straße? Oder soll ich gleich eine neue Partei gründen? Widerstand 2020? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was ist nur der Sinn des Lebens? Oh, ein neues Video! Damit schauen wir mal. Oh, die Lösung für all deine Probleme. Ja, da schaut mal rein. Ich kann dir helfen. Die Lösung für all deine Probleme. Und dafür verlange ich nicht mal einen Cent von dir. Das klingt ja super. Im Ernst, habe ich sowieso nicht so viel Geld. Nehme eine Grabgabel in die Hand und fang an, die Erde aufzulockern. Bewirtschafte sie und steck die ersten Samen in ihr hinein. Du hast doch einen Vogel, du komischer Kauz. Natürlich, aber ich habe nicht nur einen. Ja, aber dein Vorschlag klingt irgendwie nach körperlich harter Arbeit. Man macht sich die Hände schmutzig und sehr wertgeschätzt und viel Geld tut man damit auch nicht verdienen. Du als souveränes Individuum bist selbst für dein Glück verantwortlich. Mit bloßem Sitzen, Hoffen und Meditieren wird sich nichts an deiner Situation ändern. Es kommt kein Jesus, Erzengel oder sonst ein Wunder und nimmt dir deine Aufgaben ab. Dein Om kannst du während dem Umgraben machen. Also steh jetzt auf und fang an. Alles klar, Meister Obi-Wan Kenobi. Du hast mich überzeugt. Kannst du mir aber vielleicht noch ein paar Tipps mit auf meinen Weg geben und darf ich dann auch so was Cooles anziehen wie du? Zeige Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer, Disziplin und Ehrgeiz. Fange mit dem Tai Chi an und sammle dadurch mehr Energie und Lebensfreude. Alles klar, dann mal los. Das Peace möge mit dir sein.